Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News. Ja, heute mal mit dem Avatar hier. Probieren wir jetzt mal aus. Ist relativ cool, finde ich. Schauen wir mal. Also, fangen wir mit dem ersten Kommentar an. Der ist von Maxi Max. Habe die neue Box aufgemacht und gleich Dr. Amy Wong, Witch-Kostüm und Rogers sexy Shorts gezogen. Oh, das ist ziemlich geil. Da beneide ich dich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice. Also eine Dr. Amy Wong, Witch-Kostüm und Roger Sexy Shorts aus einer Box hätte ich auch gerne. Ja, das wäre nicht schlecht. Also Gratulation dazu, Maxi Max. Stark. Dann geht's los. Aber ich habe auch schon gehört von anderen aus der Gilde, die haben irgendwie alle relativ viel Glück diesmal gehabt mit der Box. Ärgert mich so ein klein wenig, dass ich mir diesmal die noch nicht geholt habe. Aber gut. Also jetzt machen wir mal weiter. Gehen wir mal hier rein. Jetzt haben wir hier Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da ist jetzt die Lila mit am Start. Und die Lila ist halt eine Farmable. Die kann man über die Super Epic Packs bekommen. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt da meine Gems reinballern. Gehen wir in den Shop rein. Gucken wir mal, was hier so Sache ist. Da haben wir jetzt hier aktuell nach wie vor Haleys, die Mythic Haley mit Heavy Metal Haley, Hypno-Toad, Chinchilla, Addict Wayne und Eugene Belcher. Ist echt nice. Gefällt mir ganz gut. Aber deutlich besser. Ja, man muss halt berechnen. 15 Mythic-Fragments würde man brauchen, um die Haley zu bekommen, wenn man sie nicht glücklicherweise gleich richtig zieht. Das bedeutet, also jetzt ungefähr 17, 18 Mal die Box. Ist mir persönlich zu viel. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir hier noch? Hier haben wir jetzt die Cigarette Addicts Box. Das ist mit Prescription Weed, Hypno-Toad, Chinchilla, Addict Wayne, Hank Hill und Mac Griffin. Ist ganz cool eigentlich. Nach wie vor die Water Witch Box. Das ist die, die Maxi Max gezogen hat. Mit dem Hexer Steve, Roger Sexy Shorts, Jimmy Junior Horse Kostüm, Hexenkostüm, Steve Smith und Dr. Amy Wong. Roger Sexy Shorts und das Hexenkostüm und Dr. Amy Wong hat er gezogen. Und da hast du so ziemlich das Beste rausgekriegt, würde ich mal sagen. Klar, Hexer Steve würde jetzt jeder andere sagen, na, die Pre-Kombo, die Pre-Kombo, Pre-Kombo. Aber ja, wenn du die nicht fusen kannst, ist das auch nicht so tolle, ne? Also insofern sind die Karten hier dann doch schon ein klein wenig besser, sage ich jetzt mal. Das ist meine persönliche Meinung. Eine Pre-Combo Single ist nicht so stark wie die normalen Combo-Karten oder Charakterkarten. So, dann geht's jetzt rein. Jetzt sind wir in der Meisterschaft und da haben wir mal wieder ein paar. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz das Ding hier rüberziehen, weil sonst sieht das so aus, als würde ich nach links gucken. Dabei gucke ich eigentlich nach rechts. Nee, wird's aussehen, als würde ich nach rechts gucken. Dabei gucke ich nach links, so rum. Haben wir hier den Great Bürokrat. 36er Bürokrat. Und, muss ich erstmal hier mit der ganzen Steuerung zurechtkommen. Also müssen. So, das ist der hier. Und ja, es ist halt ein Hermes. Seltene Karte. Das Einzige, was es hier mit der Leggy gibt, da kommt dann hier unten eine, ja, eine Epic raus. Ist aber nicht wirklich der Oberbringer oder so. Also das ist nix. Dafür 500 Gems. Das lohnt sich nicht wirklich, ne? Als nächstes haben wir eine ziemlich geile Combo. Jetzt muss ich das Ganze hier nochmal zurechtdrücken. So, haben wir eine ziemlich geile Combo. Und zwar ist das Anal entstellt oder Anally Defaced. Das ist die hier. Und die habe ich selbst sehr gerne gespielt. Die ist jetzt auch schon relativ häufig hier im in den Combo Masteries vorhanden gewesen. Gucken wir mal hier rein. Einzige legendäre Option mit der Mythic ist hier mit der Buzz Saw. Da hast du dann 11-fach Cripple All und 12-fach Craze. Da ist sie nicht schlecht, ne? Und auch für
für diejenigen, die noch relativ am Anfang sind, jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Dress Rehearsal, weil da ist, na nee, sondern hier mit dem vitruvianischen Menschen, also kann ich nur jedem empfehlen. Also vor allem, weil jetzt noch eine andere Kombo da ist. Also wenn ihr noch nicht so weit in dem Spiel seid, na, dann geht mal in den Abenteuermodus oben rein und dann sucht mal nach dem Bob. Und dann sucht mal nach dem vitruvianischen Menschen und dann sucht mal nach der Amy. Da kommen nämlich zwei Kombos raus, die ihr heute hier haben könntet. Wobei die 500 Gems sind meiner Meinung nach zu viel jetzt für die Kombo. Ich zahle das nicht dafür. Bob, vitruvianischer Mensch, gibt die Anal entstellt. Und wir kommen dann gleich noch zu einer anderen Kombo mit der Amy, die auch für Leute, die noch relativ am Anfang sind, ziemlich stark ist. So, also wer genügend Gems zur Verfügung hat, haut, ballert das Ding da rein. Ich meine, die war jetzt schon ein paar Mal da gewesen. Wundert mich, dass andere Kombos überhaupt nicht kommen und manche andere Kombos sind jetzt hier, keine Ahnung, schon zum dritten oder vierten Mal am Start. Ja, dann gucken wir mal hier rein. Jetzt haben wir hier Kombo, da, die, das ist das Falsche offen. Das ist das Falsche offen. Da. Das ist hier tatsächlich Slaying Tonight. Und Slaying Tonight ist eine Combo mit einem Bender. Den Bender spiele ich ziemlich gerne. Slaying Tonight nicht wirklich. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nicht wirklich. Ja, was soll ich dazu sagen? Hast du eine Mauer? Und bedingt Schild. Ja, und ach komm. Das Ding, das ist, also da gibt es ziemlich geile Kombos mit dem Bänder, da brauche ich das nicht. So, dann wären wir hier mit der Kombo durch und dann geht's weiter. Dann haben wir hier eine ziemlich geile Kombo für Leute, die jetzt noch nicht so weit, wie gesagt, sind. Die habe ich selbst sehr, sehr gerne gespielt. Das ist der Denkeraffe oder auch Thinker Ape genannt. Und schauen wir uns mal ganz kurz an, was das Ding kann. Ja gut, jetzt hier natürlich mit dem knuddelnden Steve ist das jetzt nicht wirklich der Oberbringer, ja, muss ich sagen. Aber hier geht's jetzt gleich los. Da haben wir sie zum Beispiel mit dem vitruvianischen Menschen, den ich vorhin angesprochen habe. Ihr könnt ja die Amy könnt ihr farmen und ihr könnt den vitruvianischen Menschen farmen. Und dann kriegt ihr das Ding da hinten raus. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Nur mal so, damit ihr in etwa abschätzen könnt für die Anfänger, was da, was ihr da farmen könntet. Ihr könntet quasi eine Combo farmen mit der Amy und dem vitruvianischen Menschen. Mit 18, 37, 12-fach Punch und in der 10er Mauer und 7-fach motivieren. Und dann hätten wir nochmal hier diese Anal entstellt mit dem vitruvianischen Menschen. Die kann ich jetzt auch nochmal ganz kurz hier quad fusen, maxed out. Dann sieht das Ding hier nämlich auch ein bisschen anders da aus. Dann hast du hier 7-fach Cripple All und 8-fach Craze bei 1935. Bedeutet also, diese Combo Bob, vitruvianischer Mensch, Amy ist ziemlich effektiv. Wenn ihr dazu dann noch eine Peggy und ein Gewehr farmt, dann habt ihr nochmal Bob mit dem Gewehr, das ist 300 Dollar Messer, und Peggy mit dem Gewehr, ist die paddelnde Peggy. Das ist ein geiles Trio, ja. Amy, Bob, Peggy, vitruvianischer Mensch, Gewehr, alles farmbar und ziemlich effektiv, wenn man noch in den unteren Arenen kämpft. Da könnt ihr einiges mit kaputt machen. Definitiv. So, jetzt geht's mal hier raus und also Denkeraffe auf jeden Fall. Moment, ich müsste nochmal einblenden hier. Auf jeden Fall ziemlich geil mit der Buzzsaw und Dr. Amy Wong. Ja. Ja, da ist man jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz so begeistert. Ne? Wenn man Mythics kennt und teilweise andere Kombos. Also im Secret Fight Club, na, da kommst du damit jetzt nicht wirklich so extrem weit, ne? Aber
Ist okay. Also, machen wir das Ding mal weg. Aber oh, was habe ich diese Combo geliebt? Was habe ich diese Combo geliebt? Die ist so geil. So geil. Okay, jetzt kommen wir zu einer Combo, die, ja. Congregate jetzt uns anbietet, weil sie ja diese Combo an Leute verkauft hat, die sich die gewünscht haben. Also Leute, die absolute Whales sind und viel Ahnung von dem Spiel haben. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass sie sich diese nächste Combo hier ausgesucht haben. Und das ist nämlich der Trippi Zoidberg. Und der Trippi Zoidberg. Ich sag ja, Zoidberg ist eine meiner. Ich habe ihn leider immer noch nicht. Immer noch nicht. Oh Mann, das ist so ärgerlich, echt. Würde mir den echt wünschen. Also Trippi Zoidberg ist jetzt das Ding hier. Da gucken wir mal ganz kurz rein, was der kann. Das sieht so aus. Und dann scrollen wir mal runter. Hier, Baked Evil Monkey. Also man muss jetzt mal davon ausgehen, dass die, die sich diese Combo. Dieses Combo-Recipe geholt haben, wenn das stimmt, den Maxed hatten, den Zoidberg. Und dann natürlich auch die Leggy Maxed. Und dann kommt sowas bei raus. Dann hast du da hier plötzlich 29-fach Leech, 19-fach Motivieren, 33-fach Gas, 29, 81. Autsch, 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 Autsch. Und ja. Da gibt es relativ viele Kombos sogar. Wenn du jetzt das Ding hier, wenn du da jetzt noch drei Krönchen drauf packst, dann bist du bei über 30% Bonus und dann kommst du auf Werte, die fern von Gut und Böse sind. Dann hast du 40-fach Gas. Dann hast du hier deutlich über, also sagen wir mal, 35-fach Leech oder so, 17. Wären dann 23 oder so motivieren, die von den Werten mal gar nicht zu sprechen, ja. Das ist 19, 27, da wär's bei 117 Leben und bei 30 Angriff. Ja, die Combo ist übel. Leider Gottes habe ich den Trippi Zoidberg nicht und deswegen lohnt sich die Combo für mich nicht. Noch habe ich ihn nicht. Ich könnte sie mir jetzt schon mal Vorrat holen. Wäre eine Möglichkeit, aber nee, ich nehme dann doch lieber Combos, die ich aktuell gebrauchen kann. Die kommt bestimmt irgendwann nochmal wieder. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Könnt ihr mal sagen, wie ihr den Avatar findet. Ich finde das Ding relativ cool. Würde ich jetzt auch in Zukunft gerne benutzen. Macht das Ganze doch ein bisschen interessanter, denke ich mir mal. Ja, dann abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.